diesem Video werde ich mich mit dem Grundmodell der Verhaltensbeschreibung der beiden Psychologen Hans-Peter Nolte und Peter Paulus beschäftigen. Und um dieses Modell noch besser verständlich darstellen zu können, werde ich dies anhand eines bekannten Märchens machen. Das Märchen vom Froschkönig oder den Eisernen Heinrich. Für diejenigen, die dieses Märchen noch nicht so gut kennen, möchte ich dieses Märchen jetzt dann so zitieren, wie ich es bei Wikipedia gefunden habe. Es war einmal eine Königstochter, die ging hinaus in den Wald und setzte sich an einen kühlen Brunnen. Sie hatte eine goldene Kugel, die war ihr liebstes Spielwerk. Sie warf sie in die Höhe und fing sie wieder in der Luft und hatte ihre Lust daran. Einmal war die Kugel gar hochgeflogen. Sie hatte die Hand schon ausgestreckt und die Finger gekrümmt, um sie wieder zu fangen. Da schlug sie neben vorbei auf die Erde, rollte und rollte und geradezu in das Wasser hinein. Die Königstochter blickte ihr erschrocken nach. Der Brunnen war aber so tief, dass kein Grund zu sehen war. Da fing sie an, jämmerlich zu weinen und zu klagen. Ach, wenn ich meine Kugel wieder hätte, da wollte ich alles drum geben. Meine Kleider, meine Edelgesteine, meine Perlen und was es auf der Welt nur wäre. Wir werden jetzt die Königstochter zu Beginn dieses Märchens aus psychologischer Sicht genauer betrachten. Dabei wird das sogenannte Grundmodell zur Verhaltensbeschreibung der beiden Psychologen Hans-Peter Nolting und Peter Paulus näher dargestellt werden. Die Fachbegriffe, die du jetzt anhand des Märchens kennenlernst, können auf alle Beispiele angewendet werden, bei denen man versucht, das Verhalten von Menschen zu beschreiben. Worin besteht aber der Unterschied zwischen Erklärung und Beschreibung menschlichen Erlebens und Verhaltens? Bei einer goldenen Kugel von der Hand der Königstochter, die von der Hand der Königstochter eben in den Brunnen fällt, erst bei der Erklärung versucht man Gründe dafür anzugeben, warum sich etwas so oder so ereignet hat. Zum Beispiel, dass der Königstochter die goldene Kugel entglitten ist, da sie diese vorher sehr hoch geworfen hatte und jetzt nicht rasch genug reagieren kann. In diesem Sinne verwenden wir die Begriffe von Nolte und Paulus im ersten Schritt zuerst, um das menschliche Erleben und Verhalten beschreiben zu können und dann anschließend als zweiten Schritt die möglichen Ursachen des Verhaltens erklären zu können. Zuerst erfolgt also die Beschreibung und dann erst die Erklärung. Im Grundmodell von Nolting und Paulus wird der Mensch als sogenannter aktueller Prozess bezeichnet. Aktuell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man den Menschen in der momentanen Situation betrachtet. Der Begriff Prozess deutet darauf hin, dass das menschliche Erleben, also die inneren Prozesse und Verhalten, durch eine Reihe von Vorgängen bewirkt wird, die miteinander in Wechselwirkung stehen, miteinander also zusammenhängen und sich somit gegenseitig beeinflussen. So wird zum Beispiel bei einer Wechselwirkung zwischen Gefühlen, auch genannt Emotionen, und Verhalten eine heitere Königstochter die goldene Kugel höher werfen als eine frustrierte Prinzessin. Dementsprechend besteht der Mensch, also der aktuelle Prozess, für Nolting und Paulus aus Verhalten, Emotion, Motivation, erfassendem Denken, planendem Denken und der Wahrnehmung. Wie du schon bemerkt haben wirst, hat der Begriff Verhalten im Modell von Nolting und Paulus eine besondere Bedeutung. Der eckige Rahmen um den Begriff Verhalten, wie hier in der Abbildung zu sehen, soll deutlich machen, dass man bei anderen Menschen nur das Verhalten direkt beobachten kann und nicht, was sich im Inneren des Menschen, also im Erleben, abspielt. Das Innere des Menschen ist nur jedem Menschen selber durch Introspektion, also durch Selbstbeobachtung, zugänglich. Das Verhalten des Menschen kann demgegenüber auch von Außenstehenden mittels Fremdbeobachtung beschrieben werden. Die Prinzessin ist von Kontextfaktoren abhängig, den sogenannten Situationsfaktoren und den interpersonalen Bezügen.
Die Königstochter befindet sich in einer bestimmten Situation. Sie steht in einem Wald vor einem kühlen Brunnen. Nolting und Paulus unterteilen die Situation in Anreger und Effekte. Die Königstochter wird beispielsweise in ihrem Erleben und Verhalten sicherlich durch den Wald und den Brunnen, ein Anreger, beeinflusst. Sie spielt, das wäre ihr Verhalten, recht ausgelassen mit der goldenen Kugel und verändert damit die Situation. Ihr Verhalten hat den Effekt, dass schließlich die goldene Kugel in den Brunnen rollt. Darüber hinaus steht die Königstochter in Beziehung zu ihrer Familie, ihren Freunden, den Dienern und so weiter. Die Erwartungen dieser Menschen können so dazu führen, dass die Königstochter die Kugel vielleicht besonders hoch werfen möchte. Man spricht in diesem Zusammenhang von interpersonalen, also zwischenmenschlichen Bezügen. Nolting und Paulus verwenden als Sammelbezeichnung für das Erleben des Menschen, also das Innere des Menschen, den Fachbegriff innere Prozesse. Diese sind nochmals genannt Emotion, Motivation, erfassendes Denken, planendes Denken und Wahrnehmung. So führen zum Beispiel die inneren Prozesse der Königstochter zum gezeigten Verhalten, dass die goldene Kugel hochgeworfen wird durch sie und ihr diese beim Versuch des Auffangens entgleitet und schließlich im Brunnen landet. Mögliche innere Prozesse möchte ich jetzt hier kurz noch anführen und anhand von Beispielen darstellen. Zur Wahrnehmung. Unter Wahrnehmung versteht man Reize wie Temperatur, Lichtstärke, die vom Menschen wahrgenommen werden. Die menschliche Wahrnehmung kann zum Beispiel durch eine Sehschwäche oder Taubheit eingeschränkt werden. Hier ein wichtiger Hinweis noch zur Wahrnehmung. Es darf die Wahrnehmung im Sinne von Nolting und Paulus nicht mit der umgangssprachlichen Sinne verwechselt werden. Im Sinne von Nolting und Paulus werden die Reize bei der Wahrnehmung nur aufgenommen und erst beim erfassenden Denken, das wäre dann der nächste Begriff, dann interpretiert. Nun zum erfassenden Denken. Es werden beim erfassenden Denken diese Reize, die über die Wahrnehmung aufgenommen wurden, wie zum Beispiel der dunkle Wald, die goldene Kugel, Brunnen und so weiter, erkannt bzw. interpretiert. So erkennt die Königstochter, dass die goldene Kugel in den Brunnen fällt. Nun zu den Emotionen. Die Königstochter zeigt Emotionen. Sie ist sehr besorgt, als sie erkennt, dass die Kugel in den Brunnen rollt. Dann zur Motivation. Durch das in den Brunnen rollen der Kugel entsteht bei der Königstochter das Bedürfnis, zu verhindern, dass die Kugel in den Brunnen rollt. Und das wiederum führt zum sogenannten planenden Denken. Um verhindern zu können, dass die Kugel in den Brunnen rollt, plant sie, ihre Hände auszustrecken. Sie verändert ihr Verhalten, indem sie ihre Hände ausstreckt. Es geht beim planenden Denken also darum, festzulegen, zu bestimmen, sich zu überlegen, was man machen könnte, inwiefern man das Verhalten verändern könnte. Es ist wichtig zu betonen, dass sich die hier angeführten inneren Prozesse sich wechselseitig beeinflussen können und deshalb nicht eine fixe Reihenfolge von Ursachen, Zusammenhängen angegeben werden kann. Es gibt also nicht am Anfang immer nur die Wahrnehmung und darauf folgt dann das erfassende Denken, die Emotion, Motivation und planendes Denken. Es können auch Emotionen zu einem bestimmten Verhalten führen. Weiters muss betont werden, dass wir nur das Verhalten, in unserem Beispiel das Ausstrecken der Hände, mit größter Sicherheit beschreiben können. Stichwort Fremdbeobachtung. Und wir über die inneren Prozesse nur Vermutungen anstellen können. Diese sind bekanntlich dem einzelnen Menschen jeweils nur durch Introspektion, Selbstbeobachtung zugänglich. Jeder Mensch unterscheidet sich hinsichtlich der Personenfaktoren von anderen, zum Beispiel hinsichtlich deren Wissen, Kenntnissen, Ängsten, Vorlieben, Charakter, sportlichen Fähigkeiten, Selbstbewusstsein und so weiter. Wir bezeichnen dies im Allgemeinen als das, was die Persönlichkeit eines Menschen ausmacht und im Modell von Nolting und Paulus spricht man von der sogenannten Personaldisposition.
da sich im Laufe eines Lebens zum Beispiel die Kenntnisse, Ängste und so weiter eines Menschen ändern, kann man von einer Weiterentwicklung sprechen. Dies bedeutet nicht, dass sich immer alles zum Besseren ändern muss. So kann jemand zum Beispiel durch einen Autounfall eine Gehirnverletzung erleiden, die dessen Erinnerungsvermögen stark beeinträchtigt und somit dessen personale Disposition beeinträchtigt. Auf der anderen Seite hat jeder Mensch eine bisherige Entwicklung hinter sich und wird durch diese in seiner Persönlichkeit beeinflusst. Deshalb kann man davon sprechen, dass die bisherige Entwicklung die personale Disposition geprägt hat. Diese Entwicklung wird durch Entwicklungsfaktoren wie zum Beispiel Erbanlagen, Erziehung, Erfolge, Misserfolge und so weiter beeinflusst. Es können bei der Entwicklung die beiden Bereiche Reifen und Lernen unterschieden werden. Der Mensch hat in einem bestimmten Alter die Möglichkeit, seine personale Disposition zu verändern. So wirbt zum Beispiel der Mensch um den zweiten Geburtstag herum in der Regel die Fähigkeit zu sprechen. Das Gehirn ist in diesem Alter ausgereift genug, dass normal entwickelte Menschen schließlich diese Fähigkeit erwerben. Man spricht deshalb von Reifung, da besondere körperliche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit in einem bestimmten Lebensabschnitt die personale Disposition verändert wird. Lernen führt ebenfalls zur Veränderung der personalen Disposition. Dies geschieht aber vor allem durch Erfahrung, Nachahmung des Verhaltens anderer, beziehungsweise durch Verhalten aus Einsicht.